klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht! Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Oh. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon. Nur ein kleiner Rückschlag. Fick dich, du Proll! Ach, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal einen Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper? Kannst du es mir diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. Oh. Oh. Ich sortiere dich, Adrian. Zieh nur weiter, Griff. Jay, keine Panik. Wir gaben dir Flügel. Das klappt aber nicht. Schreck weg. Flatterst du auch mit den Armen? Habt ihr mir gegeben? Ja klar.
AJ, du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, um Leng. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Oh. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer hobby-pharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke, oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu dem wichtigen Ding. Den wirklich wichtigen Dingen. Sollen wir? Ja. Viel Spaß.